Warum sagen die alle sowas, ey? Selber schuld, ah, Olli, selber schuld. Spielen wir nachher noch den zweiten Teil. Wollten wir nicht unbekannte Spiele spielen? Eigentlich, naja, aber eigentlich wir spielen alle. Die Bekannten, wollen die Unbekannten und den Blödsinn. Demos spielen? Demos, ich erinnere mich noch, das Intro hier dauert 3 Stunden. Das von Teil 2, 5. Aber Teil 2, die haben ja schon Andy Show of Chaos gespielt, das ist doch dasselbe Spiel, oder? Ungefähr. Also die Leute im VD-Forum sind irgendwie der Meinung, es hat ein Bass, also das ist ziemlich VD-ähnlich. Ich finde es nicht. Übrigens, der Witz er ist, macht auch Leerzeichen vor den Ausrufezeichen. Das ja, sollte das uns ist, schon einiges das sagen. Wo lernt jetzt müssen wir wissen wir, wo Margin Sonic das geklaut hat. Wenn er, da war das irgendwann mal ein Problem mit der Schriftart, dass das Ausrufezeichen da in den letzten Buchstaben reingeragt hat? Es könnte sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber wenn das so ist, dann hast du einfach eine beschissene Schrift gehabt. Dann ist das der Spiel schon. Also lieber Jas im Stream, ich nehme es dir nicht übel, dass du VD nicht durchgespielt hast. Ich glaube, sehr viele haben gerage-quittet, weil es wirklich... wie soll ich sagen? Du hast extrem Mühe, diesen fucking Plot zu finden. Ich habe es nur bis zum ersten Boss gespielt, das heißt nicht weit. Ich habe es nicht durchgespielt, weil schlechtes Spiel, naja, weil es alt ist, bla bla bla, und gecheatet, blub. Ja, ich glaube, cheaten muss man hier. Also, sonst ist das nicht überlebbar. Ja, aber du musst hier extrem grinden, damit du überhaupt überlebst. Das ist furchtbar. Ja, Bänke kommt heute auch nicht mehr, oder? Nee, glaube nicht. Wait, ich schau mal. Ich habe sie auch bei mir drin. Ich muss auch gleich gucken. Nee, ist nicht da. Schade. Ich hätte mich echt auf sie gefreut. Man kann nicht alles haben. Ja. Bleibst du die einzige Frau hier? Ja, und verabschieden euch. Was auch immer Oli da nuschelt, es wird schon Sinn machen. Also mal so zu Vampire Stone zurückzukommen. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Plot an sich, also wenn du wirklich nur den Plot folgst, im Grunde nicht sehr lang. Ich denke, du könntest das Spiel innerhalb von 1, höchstens 2 Stunden durchspielen. Das Problem bei dem Spiel ist aber erstens, du musst extrem grinden, damit du vorwärts kommst. Zweitens, du musst diesen fucking Plot suchen, überall. Ich glaube, es hat man. Kaum hast du eine Szene gefunden, musst du schon wieder irgendeine Scheiß-Szene suchen. Ja, und dann gibt es Dungeons. Furchtbare Dungeons. Ich fand das Intro früher total. Der Random Encounter ist so scheiße. Ich könnte jetzt über dieses Spiel auch ragen. Du ragst völlig zu Recht. Ich mag das Spiel auch nicht. Das Intro fand ich früher total geil. Ich fand das Spiel eigentlich nicht schlecht. Ich mag es im Grunde, wirklich. Aber Kämpfe sind etwas, was ich überhaupt nicht ausstehen kann. Plot suchen, ich meine, ich spiele schlechte Spiele durch. Also von mir aus ist es jetzt nicht so ein großes Problem. Aber es kann nerven, wenn du wirklich keine fucking Ahnung hast, wo du weiterkommst. Und wenn du nicht, und wenn es nicht mal hilft, im fucking Maker zu gucken. Ich erinnere mich nur noch an das eine Dorf, wo der Bürgermeister irgendwie alle unten ins Gefängnis gesteckt hat und dann kann man dann entweder alle töten oder irgendjemanden rausholen. Ich weiß nicht mehr. Also du kannst beides. Sie werden alle getötet und du rettest jemanden und das ist ziemlich am Anfang. Es gab ja die Option, nicht alle zu töten.
Das war aber in einem ganz anderen Dorf und das war nicht der Bürgermeister, ich glaube, das warst du selbst. Oder zumindest Aska. Intro hatte ich gar nicht mehr so lange in Erinnerung. Kommt Ja, weil. deswegen gleich auch noch die Vorgeschichte von Vince und Baynard? Nicht Die an kommt, der glaube ich, Stelle, die später. kommt später. Aber die ist auch extrem lang. Wo kommt diese Musik eigentlich her? Diese nicht. Bla bla Finsternis. Oh ja, Bla immer bla diese. Vampire bla. Ich glaube, später kommen noch so richtig beschissene pseudophilosophische Einblendungen. Ja. Ja. Wenn du speicherst, oder? Das und wenn Valna den Berg hochgeht. Oh Gott, der Berg. Wahnsinn. Es ist immer wieder wunderschön, wie Cordy im Forum über diesen Berg raged. Es ist göttlich. Vampire's Dawn ist, glaube ich, Cortys Final Fantasy VII der Maker-Spiele. Ja, definitiv. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, worüber reicht steht denn, dass es so hoch ist oder dass einfach immer dieser fucking Text kommt? Nett, dass du ihn jedes Mal, wenn du irgendwas in diesem Schloss brauchst, was häufig vorkommt, du diesen Ach so, beschissenen Berg diesen hochlaufen Bär. musst. Ja, stimmt. Deswegen habe ich mich ständig aufs Schloss gecheatet. Wer hat das nicht getan? Selbst ich habe mir da einen Hat Teleporter überhaupt jemand gebaut. gewusst, dass wenn du dich auf der Weltkarte in eine Fledermaus verwandelst und dann zum Schloss fliegst, direkt ins Schloss kommst? Nein, Darauf kam ich erst wundert wesentlich mich gar später. nicht. Ich habe das Spiel damals von der Screenfun-TD gespielt, das heißt, ich konnte nicht mal cheaten. Du musstest nur den Maker installieren. Ja, da hätte ich, ja gut, da hätte ich ihn herunterladen müssen, ne? Damals Das ging hatte. sogar mit einem 56K-Modem. So hab's Ja, ich aber gemacht. damals hatten wir noch kein CD-ROM-Laufwerk, damals hatten wir nur Diskette. Und Internet Weißt du hatte nur was? die Nachbarn. Weißt du was? Mein Bruder hat sich den Apple Gamer gedownloadet und er hat ihn auf 21 Disketten verteilt, um ihn auf seinen PC rüberzunehmen. Oh Gott. Der ist heute noch aktiv? Nein, leider nicht mehr. Der hat recht früh wieder aufgehört. Das ist der andere Bruder, nicht Digi. Digi ist noch im Forum aktiv, ab und dann, weil er auch BMT-Mitorganisator ist. Warte mal, Diggi ist dein Bruder? Ja, das wissen Jetzt nicht habe ich alle. Angst. Jetzt habe ich Angst. Ich meine, das sind zwei Schweizer im Forum. Es ist möglich, dass sie nicht verwandt sind. Alle So, Schweizer ja, so sind verwandt. inzestiös ist die Schweiz nun auch wieder nicht. Nein. Ja, Einheit. Ja. Ich fand es aber auch witzig, dass als ich damals auf der NATO war und Diggi war natürlich auch da, gab es Leute, die haben gesagt, ja, ihr seht euch ziemlich ähnlich. Und dann gab es Leute, die haben gesagt, warte, ich sehe überhaupt keine Ähnlichkeit. Klasse. Ich habe jetzt noch mehr Angst als vorher schon. Danke. Ist nicht so, als ob ich Tentakel im Gesicht hätte. Wer weiß? Also hat Digi Tentakel im Gesicht? Ich kenne euch ja alle nicht. Vielleicht. Manchmal. Also weiß ich schon mal, wo ich in meinem Leben niemals hin will. Oder gehört das zur Schweiz dazu, dass alle Menschen Tentakel haben? Nein, nur im Grunde Ich nur würde die den Gedanken Kodokta, aber sterben. du kannst nie wissen. Es kommt durch den ganzen Inzest, den die Schweizer immer betreiben. Die sind ja alle miteinander verwandt, haben wir gerade festgestellt. Ich komme aus dem Sauerland, da erzählst du mir nichts Neues. Wieso endet eigentlich jeder Satz mit einem Ausrufezeichen? Weil Pokémon die Ausrufezeichen sind Menschheit geprägt hat. Oder das. Aisha Berms.
Was ich mich damals gefragt habe, warum hat Vana eigentlich grüne Haare? Hat er das Vana-Faceset-Carset nur geändert, weil das Bild, das jetzt gleich eingeblendet wird, grüne Haare hatte? What? Es ist bestimmt irgendeine Referenz auf einen Anime. Wir haben ja letzte Woche gelernt, was grüne Haare bedeuten. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich glaube, war Einsamkeit, sonst was. Waren das Nicht? nicht blaue Haare? Das waren mal blaue Oder Haare. blaue Haare? Ich keine Grüne Ahnung. Haare waren, meine ich, ganz kreativ Hoffnung. Und ja, also Walner ist die Hoffnung der Menschheit, bestimmt. Aber die Haare sehen auch nicht natürlich aus. Die wurden schon auch nachgefärbt. Ja, ich denke schon, weil ich sehe da noch einzelne Pixel. War ursprünglich bestimmt rosa. Aber eben, wenn jetzt Alex, Entschuldigung, Malex jetzt unbedingt, also wenn er jetzt unbedingt diesen Charakter mit grünen Haaren wollte und er hat wahrscheinlich bestimmt auch damals irgendwen gefragt, hey, kannst du mir jetzt umfärben, bla bla bla. Warum hat er nicht einfach in diesem einen Bild da oder sich einfach ein Bild gesucht von jemandem mit blauen Haaren? Oder hatte er das Kassett von irgendwo her, was schon grüne Haare hatte? Das Original von den Posen stammt nämlich aus Onyx, Schwert der Finsternis und das hat fucking blaue Haare. Ja, vielleicht geht es ja genau darum, dass er den Charakter einfach ein bisschen abheben wollte. Ja gut, das könnte sein. Ich weiß nur, damals hatte mich die Atmosphäre total geflasht. Mich auch. Damals. Ich war 12. 12? Wie Es alt bist ist du heute? 22. Okay, das kommt sogar hin. Warum Das Spiel höre ich ist mich so mit alt? 14 an? Nee, weil ich. Bitte? Ja, das Spiel ist inzwischen 10 Jahre alt. Das wollte Ja. ich ja nicht. Ach du Scheiße. Hey, mein Spiel ist inzwischen auch 10 Jahre alt. Tut mir leid. Ich hatte mich nur nicht mehr daran erinnert, wann ich es gespielt habe. Auch ich denke auch ungefähr vor 10 Jahren, als da, um die Zeit kam die Screen Fun raus. Die wurde irgendwie 2004 eingestellt. Damals hatte ich die ganzen Ressourcen aus Vampire's Dawn und so weiter geklaut. Dann hatte ich mir schon vorgestellt, was ich damit mal machen würde, wenn ich einen RPG-Maker habe. Weißt du, Letztlich habe ich natürlich. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir dunkle Schatten genommen, habe aus der Datenbank alles gelöscht und die ganzen Maps gelöscht. Und ich habe einfach nur die Maps gelöscht, habe in der Datenbank das ein oder andere umgeschrieben, habe die Helden gelöscht und habe dann einfach mein Spiel da drüber gebastelt. Ende Banane. Es war nämlich alles deutsch, ich hatte die ganzen Items schon, das Ganze. Das ist übrigens die Lösung für Balancing-Probleme. Man sucht sich ein gut gebalancedes Spiel und kopiert das einfach oder in die Datenbank daraus. Ja. So einfach kann man es machen. Ach, wie glücklich sie aussieht. Sie hat Herzl-Ohrringe, das kann nichts Gutes heißen. Und Hasenohren. Was haben die bloß kennengelernt? Ich frage mich eigentlich immer, im RTP ist es ja eigentlich so, dass die Charaktere einen Beruf darstellen. Und ich frage mich immer, was ihr Beruf ist. Schlampe? Nutte? Ja? Und einfach nur Theater sexy Bunny Girl irgendwas? Es ist aus Vielleicht. Japan. Was erwartest du? Nein. Oh nein. Alle werden sterben. Schwarz. Oh nein. Oh nein. Ach ja, jetzt wo wir beim Vampire Stone anspielen, muss ich unbedingt mal anmerken, wer von euch kennt den Vampire's Death Doji? Also den Comic Nein. zur Vampire's Death, die Parodie zu Vampire's Dawn.
Kennt ihr nicht? Also, ihr müsst den unbedingt mal angucken. Ich kann euch schnell den Link raussuchen. Er ist zwar auf Animax, lasst euch aber deswegen nicht abschrecken. Er ist wirklich toll, er ist toll gezeichnet und er ist witzig. Super, Mike. Das heißt nicht Animax, das heißt Anime XXX. Dahinter bin ich schon gekommen. Das ist mir grundsätzlich egal. Ich halte mich von diesem Beruf her. In letzter Zeit. Besser so. Das ist mehrheitlich. Du wirst immer gruseliger. Tut mir leid, so bin ich nun mal. Ich war schließlich auch mal 12. Ja, aber das war vor 10 Jahren. Na und? Manchmal bin ich es eben immer noch. Man kann nie lang genug 12 Jahre alt sein. Genau. Favoriten. Juhu, pseudophilosophischer Text. Das ist ein Tag. Das muss jetzt aber auch wirklich rezitieren. So, um ihn mal im Stream zu posten, ich hoffe, das geht. Unter diesem Link findet ihr ihn. Oh Gott. Das Fun-Game fand ich schon jetzt nicht so lustig. Oh Liebe, schreib mir, was siehst du? Albträume. Ich sehe ein Haus. Glitzernde Vampire, die es vor den Maiapayas gab. Oh mein Gott. Ein mit Ballnarr Verschnitt, der extrem niedlich aussieht. Ich sehe Brandy. Ja. Ist das dieselbe Story wie im Spiel? Im Grunde ja. Ja. Muss man mal. Ja. Was ist mit der Musik los? Sie ist laut. Ja. Das klingt eher nach Drum and Bass. Wenn ich mir den Comic jetzt so ansehe, damals ungefähr, wann habe ich den das letzte Mal geguckt? Vor 4 Jahren? Lange genug? Fand ich den noch extrem toll gezeichnet. Wenn ich ihn mir jetzt angucke, sehe ich genug Fehler. Ja, aber so zweckmäßig. Ich höre es nicht. Zurück. Oh. Lauf, Oli, lauf! Die Lichter, die ziehen mich zu sich. Hilfe von Aska. Ah.
Wenn ich inzwischen jedes Mal diesen Opa erzählen höre, höre ich immer die Stimme von Freshdi. Ich weiß wie? Nicht, wer ist Freshdi? Freshdi. Ihr kennt den nicht? Nein. Nee. Schämt euch. Oder auch nicht. Wurde das Spiel etwa synchronisiert? Das wäre echt. Nein. Schade. Kennt ihr aber Cold Mirror? Die Band? Nein. Ein User auf YouTube? Eine Sie? Nee. Als ob sich jemand für YouTube interessiert. Ne? Also guckt ihr da keine Porn aus? Das ist was anderes. Nur gegen Inzucht. Wenn es nach mir ginge, würde jeder Mensch eine Burka tragen. Joa. Noch mehr Intro, juhu. Ach, Einheit sagt Next, aber das können wir jetzt nicht machen. Ja, denk dran, was das nächste Spiel sein wird. Deshalb. Halt, oh Gott, nein. Was ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe Teil 2 nie sehr weit gespielt. Das erste Dungeon, das ist schon so dermaßen schlauchend. Da freut man sich nach 2 Stunden Dialog, dass man ins erste Dungeon kommt und dann ist das das reinste Dungeon-Crawle. Unter anderem deswegen habe ich es nie gespielt. Aber der Hauptgrund war, ich habe es angespielt und dann ging das Intro so entsetzlich lange. Mhm. Da ist es mir ehrlich gesagt schon nach der ersten da ziemlich blöd geworden. Und das andere war auch, damals hatte ich noch einen schlechten Computer und da hat die erste Stadt extrem geleckt, weil Malex bei einem Parallelprozess-Event hat er einfach eine neue Seite gemacht, hat das Parallelprozess drin gelassen und hat keinen Wait gemacht. Das hat so extrem geleckt auf meinem PC und da habe ich mir gedacht... Ich dachte, das lag an diesem Lichteffekt, also diesem LKW-Lichtschein. Das könnte auch an diesem Lichtschein gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe mir an der Stelle einfach nur gedacht, wenn er das jetzt in jeder Stadt so macht, habe ich erst recht keine Chance. Also lasse ich es gleich sein. Das ist für mich so der Hauptgrund, den 2K bzw. 2K3 nicht mehr zu benutzen, weil ich einfach nicht mehr weiß, was man da alles bedenken muss, damit die Performance nicht einbringt. Wobei, so viel ist das, glaube ich, gar nicht, ne? Nee, man muss nur regelmäßig Raids setzen. Zauberer und Prinzessin ist, glaube ich, keine Vollversion. Doch. Ah, ist das doch, ist es. Okay. Ihr habt Schuld von Calvin gar nicht gespielt. Es war gar nicht in der Datenbank. Ja, das ist... Schuld hat echt ein paar coole Szenen. Verdammt sei der Idiot, der die Datenbank macht und nichts drauf hat. Komm nach Vampire 2. Einheit, als wir heute angefangen haben, waren noch 15 Spiele übrig. Ich Schmetterlinge. Ja. Die guten alten Oh Gott, sind das viele Schmetterlinge. Und die sind auf Speed oder so. Ernsthaft, wie schnell sind die?
Wherever you go. Mann, der ist zu emo drauf. Kannst du die eigentlich überhaupt noch Spiele downloaden oder geht es inzwischen gar nicht mehr, weil jetzt alle in einer Seite sind? Es ging noch, aber man muss. Zumindest vorletzte Woche oder so, als ich das runtergeladen habe. Okay. Ah, ich finde noch eine Liste. Finde ich gerade. Adventure Demos, Adventure Vorversion. Wir waren bei Vampire's Dawn. Ich sehe gerade, wir haben Ouroboros und Vampire Chronicles 1 und 2 übersprungen. Absicht? Ouroboros ist von DH, oder? Ja. Warte mal, die habe ich eigentlich alle runtergeladen. Kann sein, dass Vampire Chronicles danach kommt, weil es mit VC abgekürzt ist. Ja gut, mein das Fehler. Kann sein. Ouroboros fehlt wirklich. Alter, das UFO wird immer gruseliger. Ah, du kannst es auch... Nee, warte. Vielleicht kannst du es in seinem Chat downloaden. Die Frage ist nur, wollen wir das? Heute nicht mehr, würde ich sagen. Ist das von Jetsch eigengemachte Grafik wieder? Robos, glaube ich, ja. Ja. Wie kommt es eigentlich, dass wir noch kein Diet-Spiel hatten? Er hat doch inzwischen so viele Vollversionen gemacht. Mir fällt auch kein Name ein, außer dem Turbom raus. Pluto hat er noch gemacht, The Chosen One? Ja. Ich verwechsel das immer gut. Also ich glaube, das war jetzt ein Spiel noch. Aber Hybrid das ist andere ja nur... war ein Fun-Game? Mhm. Es kann auch sein, dass sie einfach unter einer anderen Kategorie sind, das ist möglich. Empire's Chronicle? Nee, Quatsch. Nee. Auch nicht. Aber vom Fragezeichen macht da kein Leerzeichen. Das Schlimmste an diesem Spiel ist, sich in seiner eigenen Festung verirren. Ja, damit hatte ich auch mehr. Was suchst du genau? Den Ausgang, oder? Ja. Du bist, glaube ich, gar nicht so falsch. Jetzt links, ja. Bist du noch eine Ebene zu hoch? Ja, da die Treppe runter. Ich bin schon unten. Richtig. Das Schlimme ist, dieses Intro geht noch ewig weiter. Ich würde fast sagen, wir haben genug von diesem Spiel gesehen. Schon, ne?
Mhm. Ja, dann danke fürs Kommentieren. Klar. Ja, ich hab's versucht. Kein Ding. Genau das. Hat doch wunderbar funktioniert. Ja. Bis auf das eine Spiel oder die zwei Spiele. Ja, also heute hatten wir echt nicht so viele gute Spiele wie das letzte Mal. Ich zahle einfach raus. Ey, dann bleibt nichts übrig. Ach, letztes Mal war das Sunset Over Inga allein, ne? Das oder gut. Vor zwei Tagen haben wir Ibris, das glaube ich, gespielt. Ja. Das war großartig. Genial. Wir haben nicht KS-Switch gespielt. Das ist genauso super. Das musst du mir. Das wollte ich dich mal fragen. Erklär mir mal, was Killswitch ist. Wieso? Du weißt wirklich einfach nicht, was. Du weißt gar nicht, was. Nein, ich habe einfach Probleme, irgendwie das Spiel zu verstehen. Unter anderem das Rätsel mit der Uhr. Ich blick das nicht durch. In der neuen Version ist das ja ein bisschen klarer geworden, weil ich da die beiden Rätsel, das mit dem Spiegelschrank und der Uhr, verknüpft habe. Ah, okay. Du sollst ja bei der Uhr zweimal zwei Stundenangaben reinpacken, ja? Und in dem Spiegelschrank-Rätsel bekommst du die beiden Uhrzeiten, die beiden Stundenzahlen. Ah. Und die sind farblich gleich hervorgehoben und deshalb dachte ich, das kann man jetzt einigermaßen klar erkennen. Dann werde ich mir das mal angucken. Mhm. Dabei spiele ich doch so ungern gute Spiele. Nee, ich glaub, du spielst nur schlechte Spiele. Ja. Autsch. Ja, dann trotzdem danke fürs Kommentieren und ja. Danke an den Zoom-Chat, dass ihr so lange geblieben seid. Danke, Eichhardt. Danke. Jasper ist auch noch da.